Einen wunderschönen guten Abend, liebe Follower. Ich grüße euch. Ich bin jetzt echt gespannt. Heute Abend live mit Ina, Sabrina von Care Management School. Heute bin ich das erste Mal live mit Kopfhörern tatsächlich, weil das wohl irgendwie auch von der Tonqualität hier ein bisschen besser sein soll. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. So. Ina, ich grüße Hallo. dich. Hi, grüß dich. Alles klar. Servus. Bei mir alles klar, ja. Wir haben es geschafft. Sehr schön, sehr schön. Ja, und auch mit Kopfhörern habe ich mir auch sagen lassen, dass das sinnvoll ist. Absolut, du kommst mir auch sehr gut an von der Qualität her. Super, gut, du auch. Ja, Ina, also ich passe mich heute ein bisschen dir an. Deswegen würde ich auch so ein bisschen, wenn du Lust hast, die Moderation dir übergeben. Also ich werde danach das Video auch auf Facebook hochladen und so weiter. Schön, ja. Genau. Und auf jeden Fall, der Hintergrund kommt mir schon mal sehr bekannt vor. Ja, aber ich bin nicht direkt im Hintergrund. Also man sieht hier die Softboxen. Ich habe mich ein bisschen anders Also echt, positioniert. oder? Aber im Büro, ja, Voll genau. cool. Okay, schön. Ja, und ich sehe schon einige bekannte Gesichter. Den Christian habe ich, glaube ich, gesehen. Und den Benjamin. Na, liebe Grüße an Schön. Benjamin, liebe Grüße an Christian, ich grüße euch, servus, schön, dass Ja. ihr da seid. Okay. Ja, du hast ja noch erfahren, was ich für ein Thema rausgesucht habe. Ich habe es doch Ja, verraten. genau, nachträglich. Ja. Ja, war ja schon ewig her, dass wir drüber gesprochen haben. Ich Das glaube, irgendwie stimmt. vor 10 Wochen. Ja, Und ungefähr, ja, sowas, ja. gell? Ja, ungefähr, so, Genau. ja. Ja. Die größten Fehler, die Führungskräfte in der Pflege machen, habe ich mir ausgesucht. Ja. Ich bin eigentlich niemand, der total gern auf so Problemen rumreitet, sondern bin wirklich eher so die Lösungsorientiertin. Aber ich dachte mir, dass das was wäre, was total spannend wäre, mit der Community hier live zu besprechen, wo sie einfach die Problemstellungen sehen. Weil ich glaube, wir als langjährige Führungskräfte, wir denken, naja, das ist selbstverständlich und das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber ich glaube, so selbstverständlich sind die meisten Dinge leider doch nicht, meiner Vermutung nach. Ja, absolut, absolut. Zuerst einmal, ich gehe nur kurz auf die Kopfhörer ein, die Sophia schreibt. Was für ein Zufall, dieselben Kopfhörer habe ich gerade auch. Also wahrscheinlich meinte die iPhone-Kopfhörer. Aber ich glaube, du hast dieselben, kann es sein? Ja. Wir haben dieselben, gell? Schleichwerbung. Bei Apple Das war wirklich so gesponsert. Hashtag. Nee, ganz ehrlich, du, ich habe mir heute, ich bin heute nach München gefahren, auf der Fahrt hin und zurück, habe ich mir echt Gedanken über das Video heute Abend gemacht, weil, ehrlich gesagt, ich glaube, wir könnten sogar Stunden davon reden, welche Fehler Führungskräfte machen können. Deswegen wollte ich mich Ja. so auf primäre Punkte konzentrieren. Und das sind einfach grundlegende Sachen, denke ich. Das sind Sachen beispielsweise wie eine Zusage, die man gibt, beispielsweise, keine Ahnung, ich sage jetzt zum Beispiel, liebe Frau Grüneberg, also korrigiere mich, Grünberg, ja. Grünberg, genau, Sie haben beispielsweise in 2 Wochen dann und da frei. So ein Klassiker zum Beispiel. Wenn ich das Wort gegeben habe, dann muss ich es auch einhalten. Oder andere Dinge, wie beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Mitarbeiter sage, dass dieser Mitarbeiter, wenn er beispielsweise in einem nicht tarifgebundenen Unternehmen arbeitet und von einer Gehaltserhöhung spreche oder von der Weiterbildung und so weiter, dass solche Dinge einfach eingehalten werden. Das sind grundlegende Dinge, wenn, sag ich jetzt mal, die auf Vertrauen aufbauen. Und ich behaupte einmal, dass alle anderen Dinge darauf aufbauen. Einmal, sag ich jetzt mal, auf grundlegende Dinge, wie beispielsweise Wort zu halten oder auch feste Zusagen auch zu erfüllen. Das ist eigentlich so, wenn das schon mal nicht vorhanden ist, dann ist alles andere, sag ich jetzt mal, schon vorbei, weil im Endeffekt ja dann auch der Mitarbeiter, der Führungskraft, der Pflege auch nicht mehr vertrauen kann, weil die Führungskraft ja dann, sag ich jetzt einmal, ja, das Vertrauen gebrochen hat. Und Vertrauen ist das A und O. Ich denke, Vertrauen ist das A und O. Ich denke, das ist einer der Hauptprobleme in der Pflege, dass auch viele Führungskräfte, wenn ich das mal so oft aussprechen darf, nicht sehr vertrauenswürdige Persönlichkeiten sind, haben häufig ganz andere Intentionen und Motivationen, auch Führungskraft zu werden. Das ist insbesondere das, was ich jetzt auch über Jahre lang auch, ich bin ja auch im Bereich der Ausbildung von Pflegedienstleitungen unterwegs, auch beobachte, Ina, und die häufigste Motivation ist es, wegzukommen, Ja, kann ich bestätigen. Ja. was hier per se erst einmal, sage ich jetzt einmal, ich nicht bewerten möchte oder negativ oder gutheißen möchte. Ich tue sag dazu gar nichts. Das heißt aber auch im Endeffekt, dass das automatisch keine guten Führungskräfte sind, weil nur weil ich die Motivation habe, weg vom Bett zu kommen. Und deshalb ist es dann, denke ich, einmal auch hier, dass Führungskräfte auch im Bereich der sozialen Kompetenzen viele Kompetenzen haben sollten. Aber jetzt nochmal auf deine Frage, das Hauptproblem beziehungsweise den Hauptfehler, den Führungskräfte machen können, ist einfach ihr Wort nicht zu halten, denke ich. Jo.
Ja, also ich stimme dir ab und zu auf jeden Fall zu. Ich denke, ja, Vertrauen ist einfach was ganz, was Grundlegendes. Und das Problem ist halt, wenn das einmal weg ist, ja, wie kann ich das wieder kitten? Einfach auch deswegen, weil die Führungskraft ja immer ein größeres Machtverhältnis hat Genau. oder ein anderes Machtverhältnis zum Mitarbeiter. Und da das Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es einmal weg ist, ist es ganz, ganz schwierig. Ja, Absolut. definitiv. Absolut. Wie seht ihr das? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare dazu. Genau, wir wollen es ja heute ein bisschen interaktiv machen, gell? So ein bisschen, ja genau, Ja. so auf so Fallbeispiele so eingehen, super gerne, so. Ja. Was mir jetzt gerade immer so einfällt, Ina, tatsächlich, also welchen Fehler natürlich Führungskräfte auch klassischerweise machen können, ist, dazu habe ich mir eine Story gemacht. In den meisten Fällen heutzutage kommen junge Menschen, die ausgebildet werden, kommen in Einrichtungen, wo es nicht läuft. Oder wo eine Krise ist. In den seltensten Fällen handelt es sich um Fälle von altersbedingten Ausscheiden. Ganz, ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten. Ich habe das in den letzten 10 Jahren vielleicht ein oder zweimal beobachtet, dass wirklich eine Führungskraft, Ja. also das, von daher kommt man immer in Systeme, wo es nicht läuft oder in Systeme, die momentan unruhig sind. Und ein großer Fehler, gleich bitte Leute, hört es mir genau zu, Change Management. Ich tue in dem Bereich auch unterrichten und geht auch wissenschaftlich vor. Hört auf, wenn ihr wo anfängt, sofort am ersten Tag sofort Dinge zu verändern. Die ersten 2, 3, 4 Monate zuschauen, beobachten, zuhören, nicht nur mit Kopfhörern, sondern wirklich zuhören, den Menschen auch wahrnehmen. Also das ist das, was ich auch Menschen empfehle, wenn die wo anfangen, erst einmal den Laden beobachten, schauen, was zu Never tun ist. change a running system. Exakt so ist Ja. es. Und egal wie schlecht Ja. auch ist am Anfang, da würde ich auch wirklich aufpassen, mindestens mir 4 Wochen Zeit zu lassen. Als ich beispielsweise unser Pflegeheim in Ruhpolding übernommen habe, jetzt kann ich es erzählen, das ist alles die Wahrheit. Wir waren damals kurz vor der, ich will es nicht sagen Schließung, das wäre jetzt übertrieben, aber zumindest waren wir am Ende gewesen. Also wir hatten Probleme mit den Aufsichtsbehörden, wir hatten keine Belegung, wir hatten fast nur Leasingpersonal, wir hatten keine eigenen Auszubildenden, die Angehörigen haben kein Vertrauen ins Haus gehabt, wir haben einen ganz schlechten Ruf gehabt. Man hat mir gesagt, Herr Chirinkaya, Sie sind jetzt in die sechste oder siebte Heimleitung innerhalb von 3 Jahren oder irgendwie so etwas. Also mich hat schon keiner mehr so richtig ernst genommen. Und Wie alt warst du damals? Du warst ja auch noch relativ jung, oder? 27, 27, Ja, also ja. kurz danach, als wir uns kennengelernt haben, war das gewesen. Also vielleicht so, ja, kurz danach so. Ja. Wir haben auch eine Vorgeschichte, falls es für diejenigen, die sind interessiert. Also ich kenne ja Sabine auch in echt und Sabine ist in echt genauso sympathisch wie auf Instagram. Ich würde sogar sagen, wenn Dankeschön. ich mal so sagen darf, so Real Talk in meiner Sprache, du bist sogar in echt noch sympathischer auf Instagram. Was heißt in echt, also richtig nice, Okay. so, richtig sympathische Persönlichkeit. Danke. Aber auf jeden Fall, kurz danach, als wir uns dann, wie gesagt, kennengelernt haben, habe ich ja dann in Ruhpolding angefangen. Und ich habe in den ersten Monat, obwohl wir echt große Probleme hatten, ne, kaum etwas verändert. Ich habe mit den Veränderungen erst nach 4 Wochen angefangen. Ja. Und einige Veränderungen, die wir jetzt mittlerweile vor 5 Jahren vollzogen haben, das hat auch insbesondere im Bereich der Bereichszuordnungen, das ist ein ziemlich verwinkeltes Haus, ein ziemlich großes Haus. Wir haben 7.000 Quadratmeter, also echt eine fette Fläche. Und das ist natürlich auch schwierig für das Personal, auch viel zu laufen und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel einige Wohnbereiche zusammengeworfen, was im Nachhinein eine super Idee war, damals sehr riskant war. Das habe ich aber schon nach 4 Wochen gemacht. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich schon den ersten Tag gemacht, aufgrund meiner Ungeduld. Aber das war im Nachhinein gut so gewesen, dass ich es nicht gleich gemacht habe, weil sonst hätte es das mich wahrscheinlich auch das Vertrauen beim Personal gekostet, weil Ja. das Personal am Anfang einfach auch bei neuen Chefs oder neuen Führungskräften, Pflegedienstleitungen, Wohnbereichsleitungen oder Heimleitungen nicht zu viele Veränderungen haben möchte. Erstmal gucken möchte, wie ist denn der, kann man den vertrauen, hört der mir zu, hat der Interesse und Vor allem nach so einem starken Wechsel und wenn das Haus in so absolut. einer Krise schon steht. Absolut, absolut. Ja. Und was auch nochmal hier ein wichtiger Aspekt ist, ist auch, also Punkt Nummer 3, wo Führungskräfte auch, falls sie mal große Fehler machen können oder auch machen, ist, dass sie viel von ihren Mitarbeitern verlangen, Dinge, die sie selber nicht machen würden. Ich nenne es euch mal ein Beispiel, ist tatsächlich so vorgekommen. Ich bin jetzt vor 2 Wochen mal seit Ewigkeiten wieder selber in die Pflege eingesprungen, jetzt übertrieben, aber ich habe mal wieder gearbeitet in der Pflege, obwohl ich jetzt in meiner Einrichtung 100 Mitarbeiter habe. Also wir haben 100 Mitarbeiter, das ist noch nicht wenig, also viel Personalverantwortung. Und wir haben einen ambulanten Pflegedienst. Und ich habe nur mal gedacht, okay, ich fahre jetzt einfach mal mit, weil ich einfach mal wissen möchte, was sie draußen machen. Weil im Endeffekt wir die Tour sehr vollgepackt hatten, aus diversen Gründen. Und ich wollte mir das selber anschauen, weil auch natürlich auch so viel gemeckert worden ist, so. Und im Endeffekt war es ziemlich machbar gewesen, meistens wie es ist. Und aber lange Rede, kurzer Sinn, das hat mir auch sehr gut getan, weil ich kann nichts von Mitarbeitern verlangen, Dinge, die ich selber nicht machen würde. Und das ist von
ich jetzt als Heimleitung beispielsweise von Putzen oder von Gegenständen bis zu Kochen oder was weiß ich, sowas in der Art. Also das ist der Punkt Nummer 3. Also verlang nichts von deinem Personal in der Pflege, was du selber auch nicht machen würdest. Das machen alle da auch viele Menschen. Klassiker, was ist ein Klassiker? Man verlangt von einer alleinerziehenden Mutter beispielsweise einen Doppeldienst. Ja, come on. Hey, wenn du selber als Ina, sehen wir uns, hören wir uns? Also ich sehe dich nicht, ich habe ein Standbild, aber ich höre dich. Oh, perfekt, okay, bei mir ist genauso, ich komme wahrscheinlich dann gleich wieder da. Jetzt bist du ja da. Ja, sehe ich dich wieder. Und auf jeden Fall beispielsweise, dass man von Menschen, die in einer privat ganz anderen Situation sind, dass man von diesen Menschen Dinge verlangt, die man selber niemals machen würde. Das erlebe ich immer wieder. Und das muss ich tatsächlich sagen, bei beinahe allen Führungskräften, die ich bisher in meiner Karriere kennengelernt habe. Und du weißt, ich arbeite für einen großen Konzern, nicht nur bei uns, sondern auch, ich habe sehr viele Kontakte so, ich lerne so viele Führungskräfte kennen. Und da ist man häufig auch sehr, sehr unreflektiert. Dass man so irgendwie, keine Ahnung, für mich der klassische Fall in der Pflege, weil in der Pflege ja auch mehr Frauen arbeiten, ist es die alleinerziehende Mutter, die beispielsweise aus welchen Gründen auch immer 2 oder 3 Kinder hat und dann sich um diese Kinder kümmern muss, sowieso schon einen harten Job hat in der Pflege und dass man auch von der erwartet, beispielsweise irgendwie unmögliche Dienste zu machen und dann ihr noch vorwirft, dass sie unflexibel sei. Also, weißt du, was ich meine? Ja, und ja. Das sind so Sachen. Und vor allem die Mitarbeiter spüren das. Also es ist ja nicht nur so, dass es was Unausgesprochenes ist, sondern es steht einfach im Raum. Es ist da, definitiv. Absolut, absolut. Ich sage immer, die Führungskraft muss eigentlich einmal mehr einspringen wie die Mitarbeiter. Heißt jetzt nicht, dass die PDL ständig in die Pflege soll. Das nicht, es muss ein ausgewogenes Gleichgewicht sein, aber man muss einfach zeigen, wenn es brennt, dass man ja der Fels in der Brandung ist, dass man vorne mit dabei ist, was das Einspringen anbelangt. Absolut. Ich würde nur kurz gerne auf den Herrn Diakon und Christian eingehen. Also ja, gerne. Erst einmal ein cooler Nickname, nur am Rande. Also ich sehe es zum ersten Mal, den Kollegen hier. Er schreibt. Unbedingt vorbeigucken. Mach ich mal danach nur am Rande. Also schaut mal alle bei ihm vorbei. Er hat einen coolen Namen. So, ich denke, 3 Monate sind sehr kurz. Ich habe lange analysiert und dann begonnen, Kleinigkeiten zu ändern. Lieber Herr Diakon Christian, da haben Sie auch prinzipiell sehr recht. 3 Monate ist erstmal echt nicht viel Zeit. Aber die Schnelllebigkeit in der Pflege heutzutage verlangt auch eine gewisse Geschwindigkeit. Also wenn ich mir jetzt alleine überlege, jetzt ohne da jetzt irgendwie auch eine Mecker- oder Jammerhaltung zu sein, wenn ich mir überlege, wie viele Veränderungen wir in den nächsten 12 Monaten vor uns haben, wenn ich da ein Schläfer werde oder ein Abwarter werde oder ein Aussitzer werde, ich glaube, dann hätten wir ein eklatantes Problem für unser Pflegeheim, weil wir beispielsweise in den nächsten 12 Monaten haben wir einmal das Pflegeberufegesetz, was umzusetzen gilt, also das heißt die Generalistik, und zum anderen aber auch wir jetzt die neuen Qualitätsindikatoren haben, die sich zeigen, die komplett in den Kinderschuhen stecken und das System, also das über AQUA, das über die Datenauswertungsstelle, wir haben jetzt schon die ersten Zugänge und geben auch schon die ersten unsere ersten Bewohner ein, dass es sehr, sehr fehlerhaft ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man dann beispielsweise in so ein System reinkommt, wie ich es gerade eben erklärt habe, und diese ganzen Veränderungen, die jetzt nicht nur jetzt der Fall sind, sondern wir schon in den letzten Jahren ja, wir haben ja in den letzten 10 Jahren 8 Reformen gehabt. So. Und es wird ja in den nächsten 10 Jahren wieder so sein. Das ist ja im Endeffekt in unserer Pflichtschüsterei, die wir im Gesundheitswesen haben. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir so oder so, ob wir wollen oder nicht, aufgrund der externen Rahmenbedingungen schnell sein müssen, ne? Und auch intern auch das Personal in der Pflege wird schnell unzufrieden. So, deshalb würde ich nur empfehlen, also zu lange zu analysieren und zu lange vom Schreibtisch Probleme zu beschreiben, ist gefährlich. Und das ist jetzt aber nur meine subjektive beziehungsweise auch meine praktische Erfahrung. Und das muss man. Also er schreibt auch gerade, genau, dass es in der Klinik durchaus nochmal anders ist wie im Pflegeheim. Ja. Und dem stimme ich zu. Also ich denke, wir beide haben einfach schon in Kriseneinrichtungen gearbeitet und da kommst du wirklich und da findet teilweise gefährliche Pflege statt und da musst du sofort handeln. Absolut. Und da wird auch ein Stück weit erwartet, sei es jetzt von der FQA, vom MDK, dass die das nächste Mal kommen und dass die Ergebnisse sehen. Und wenn das nur Kleinigkeiten sind, aber es muss was passieren. Und diese großen gefährlichen Dinge, die muss ich sofort angehen. Absolut. Also dieses 4 Wochen warten würde ich bei solchen Sachen natürlich nicht machen. Aber grundsätzlich einfach mal gucken, analysieren, mit den Mitarbeitern sprechen, wie du gesagt hast, zuhören und schauen, wo liegen einfach die größten Probleme, was müssen wir als Erstes angehen. Absolut, du kennst ja zum Beispiel die Schreiben vom MDK oder von der Heimaufsicht, da steht ja immer drinnen, egal wie groß oder klein der Mangel ist, wann ist er zu beheben, steht immer da, gleich ab sofort. So, und von daher, da hast du vollkommen recht. Und Klinik nur Brande. Ich denke, im Klinikbereich ist eher eine Geschwindigkeit im Bereich der aktuell im Bereich der Wirtschaftlichkeit angesagt, weil wir aktuell sehr, sehr viele Stationen haben, die schließen müssen in der Pflege.
Ich will es aber auch nicht zu sehr vom Thema ablenken heute, weil wir haben ja viele der Führungskräfte. Aber auf jeden Fall, das wäre im Pflegebereich, also ich habe mit vielen Pflegedirektoren Kontakt und die im Endeffekt auch vor einem extremen wirtschaftlichen Druck stehen und deshalb auch die häufig sehr schnell sein müssen. Ne? Weil ansonsten so zum Teil sogar jetzt mit den neuen Gesetzen oder auch aufgrund des Personalmangels auch Stationen geschlossen werden. So, jetzt kommen einige Kommentare, liebe Ina. Nur so am Rande. Du machst das, oder? Du moderierst das jetzt. Ja, okay, können wir gerne machen. Wir können gerne Kommentare machen. Ja, genau. Wir können den Ball hin und her spielen. ja, gerne. Genau. Bei uns startet eine neue Blutgruppe in Österreich. Da müssen wir auch schneller sein. Absolut. Im Übrigen, ich habe ja aufgrund meiner Promotion in Salzburg viel Kontakt nach Österreich. Die Österreicher sind in der Pflege wirklich sehr weit vorne. Also da bin ich echt manchmal echt erstaunt, wie gut die organisiert sind. Da habe ich noch ein bisschen, ja, finde ich toll auf jeden Fall. Sven H. schreibt, wenn die PDL öfters einspringt in der Pflege und deren Arbeit liegen bleibt, sollten Betreiber oder auch manche EL Verständnis zeigen und dann auch hinter einem stehen. Jo, sehe ich absolut genauso. Jo. Sehe ich auch so, aber ich habe das Thema neulich mit einer Abonnentin gehabt. Ich glaube, dass es PDLs gibt, die aufgrund des Teams oder vielleicht auch aufgrund ihrer eigenen Einstellung dazu neigen, sehr schnell und sehr viel einzuspringen. Also es gibt ja manche PDLs, die in diese Position gekommen sind, weil man halt ja eine gute WBL gesehen hat, die vielleicht ein bisschen Weiterbildung hatte, wo man sagt, hey komm, das machst du jetzt. Und die hat unter uns gesagt, eigentlich nicht wirklich Bock auf den Bürokram. Sie macht das halt jetzt und die schreit sofort hier, wenn es ums Einspringen geht. Und ich glaube, da muss man schon einhaken. Aber prinzipiell klar, wenn die PDL mit an die Front muss, sage ich mal, muss die EL Verständnis zeigen, wenn es nicht anders geht. Definitiv. Ina, ganz ehrlich, das fällt mir gerade immer auch so ein. Das wäre Punkt Nummer 4, weil ich heute ganze Punkte mir im Gespräch aufzählen. Ja, Punkt Nummer 4 ist dieses zu häufig einzuspringen. Ich glaube auch, das ist ein großer Fehler, den man in der Pflege machen kann, als auch als Führungskraft. Denn ich habe letztens mal so eine Diskussion von Stapel getreten, die insbesondere auf Facebook auch sehr emotional geführt worden ist. Thema Einspringen von PDLs in der Pflege. Der Grundkonsens war der gewesen, ja, im Notfall, aber ansonsten nein. Und es ist die Frage, wann ist der Notfall? So, weißt du, was ich meine? Wann ist der Notfall? Also, wenn ich etwas gelernt habe, auch so in den letzten 10 Jahren Pflegemanagement, ist es, wir neigen, egal in welchem Land und in welchem System, ob Pflegeheim, ambulant oder Krankenhaus, wir in der Pflege neigen dazu, schnell Dinge zu dramatisieren. Also wir sind schnell in einer emotionalen Dramahaltung. Und wenn man das Pflegepersonal fragen würde, müsste die PDL jeden Tag einspringen. You know what I mean? Ja. So. Von daher, also das ist echt so ein Thema. Und ich habe jetzt für mich so gesehen, ich denke, der Zeitpunkt ist dann gekommen, für eine PDL mal einzuspringen, wenn der Dienstplan beispielsweise nicht mehr abgedeckt werden kann und auch wir auch auf die Schnelle kein Personal herbekommen. Bindestrich, was heißt das? Entweder Springerpool, Zeitarbeit oder whatever. Dann heißt es, für eine PDL einzuspringen. Ansonsten geplant hatte ich gar nichts von. Und das machen halt sehr viele PDLs, auch in großen Einrichtungen. Und dann wundern sie sich, dass sie irgendwie nach ein paar Jahren Burnout haben, weil sie vor lauter Arbeit, Vorgaben von Aufsichten, Vorgaben auch von Pflegern, auch die Pfleger wollen es heutzutage sehr, sehr viel haben. Ich weiß, wovon ich rede, du auch. Und von daher kann ich echt nur empfehlen, da auch wirklich so eine Grenze zu ziehen und auch knallhart zu sein. Also ich habe beispielsweise, ich habe 2 Pflegedienstleitungen, weil wir haben ja einen ambulanten Dienst und eine stationäre Pflege, deswegen haben wir 2 Pflegedienstleitungen. Auch so erzogen, also erzogen ist das falsche Wort, Entschuldigung, aber zumindest so empowered, erzogen ist das falsche Wort, Umgangssprache, empowered, dass sie auch so handeln, wie ich jetzt auch rede. Das heißt konkret, dass sie einspringen, wenn wirklich der Dienst nicht mehr 0,0 abzudecken ist, aber ansonsten auf gar keinen Fall da, weil im Endeffekt es ist so viel mittlerweile Bürokratiearbeit und jetzt heute mal, das will ich auch gleich meine Lanze brechen, ne? Weil wir machen ja beide im Endeffekt ja auch so einen Blog über Pflegemanagement. Das heißt im Endeffekt nicht nur Heimleitungen, Pflegedirektoren, sondern auch Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen. Und mittlerweile in den letzten 10 Jahren, und ich habe diese Beobachtung wirklich hautnah auch im eigenen Körper erlebt, der mittlerweile schwerste Job, sei es im Krankenhaus, aber sei es auch in der stationären Pflege, aber auch im ambulanten Dienst, ist definitiv der Pflegedienstleitung, meines Erachtens nach. Weil es ist mittlerweile so komplex geworden, ständig neue Gesetze, kaum Personal da, Personal, das auch seinen Wert weiß,
zeitgleich wirtschaftlicher Druck, zeitgleich auch menschlicher Druck, zeitgleich Druck vom Träger, zeitgleich Druck von Angehörigen und von anderen Multiplikatoren oder Stakeholdern. Also der Job der PDL, also insbesondere jetzt zum Beispiel in den Einrichtungen, die ich bisher verantwortlich war, ist definitiv immer der schwerste Job. Und deswegen tue ich... kann ich bestätigen. Ja. Deswegen tue ich auch zum Beispiel meine PDL so sehr schützen. Also über meine PDL darf keiner was sagen. So. Also von daher, und das ist der Punkt Nummer 5, so heute machen wir echt Punkte. Punkt Nummer 5. Das heißt, ein großer Fehler, den eine Führungskraft machen kann, ist nicht hinter seinem Personal zu stehen. Ich sage dir eins, keiner von draußen darf über mein Personal schlecht reden. Niemand. Und nicht einmal, wenn jemand mit einer angezogenen Waffe kommt, weil dann tut die Waffe umdrehen. So nur am Rande. Und das meine ich Wort also, ja. Konstruktive Kritik auf jeden Fall ja, das meine aber schlecht herziehen natürlich absolut. Das meine ich ja, das ist ja klar. Klar, was weiß ich, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, eine Pflegekraft mit, 50 Zentimeter langen Fingernägeln in die Arbeit kommt und dann noch irgendwie ein Bewohner verletzt in der Arbeit, dann werde ich auch nicht sagen, entschuldigen Sie mal, haben Sie ein Problem mit meiner Mitarbeiterin? So, weißt du, die ist so nett. Ist schon klar so. Aber worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist halt, meistens ist es ja so, dass häufig Kritik von Angehörigen, aber auch von anderen, weiß ich mal, Stakeholdern sehr unangebracht ist und auch sehr unreflektiert ist und in den meisten Fällen auch die Beschwerden oder auch das der Bereich auch zumindest da, wo ich vor allem verantwortlich bin, nicht so ganz zutrifft. Daher, also stehe ich definitiv. Und häufig wahnsinnig emotional. Einfach nicht objektiv, absolut. Nicht reflektiert, wie du sagst. Absolut. Ja. Und sogar, was der wichtige Punkt ist, wenn zum Beispiel eine Pflegedienstleitung von mir einen Fehler macht und ich diese Fehler auch eingestehe, so sage, okay, das ist ein Fehler passiert. Trotzdem stehe ich hinter ihr. So, weißt du, was ich meine? Weil ich finde ja auch, eine Heimleitung sollte nicht nach jedem Fehler seine Mitarbeiter hinterfragen. Wenn sie jetzt zum Beispiel den gleichen Fehler 25 Mal macht, dann werde ich bei 26 Mal sagen, ja, liebe Kollegin, irgendwas stimmt doch nicht zwischen uns beiden. So, oder irgendwie... Hören Sie nicht zu. Oder irgendwie so etwas. Aber solange der Fehler nicht absichtlich oder irgendwie aufgrund einer, Kommunikationsschwäche ist doch kein Problem, es kann passieren. Genau, wir machen genauso Fehler. Ständig, ganz ehrlich. Und auch die sollten wir eingestehen. Absolut. Also ich habe erst letztens, ich habe dieses Gespräch, was willst du da führen? Ich habe ein ehrliches Gespräch mit meiner jüngeren PDL. Ich habe eine PDL, die ist so knapp 30, eine andere ist knapp 40, mit der jüngeren PDL geführt. Und ich habe sie auch eins zu eins gesagt, schauen Sie mal her, ich mache ständig Fehler. Jeden Tag weiß ich, bin mal vielleicht bei einer Situation zu weich, bei einer Situation zu hart oder gibt mal vielleicht auch falsche Auskünfte von mir. Und von daher, ich finde, man sollte auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Ja. Und das ist auch so das, was ich auch in den letzten Jahren auch so, auch allen PDLs auch oder Leitungen der Pflege auch empfehlen kann. Die Grundvariable meines beruflichen Erfolges, liebe Ina, und alle Zuschauer, die euch das Video nachanschauen werden, ist, dass im Endeffekt ich immer Teams um mich herum geschaffen habe, die an mich glauben, aber ich auch an sie glaube. Mhm. Zum Beispiel meine jüngere PDL ist zum Beispiel nicht als PDL vom Himmel gefallen, so, ich bin jetzt auf die Welt gekommen, ich bin PDL, so, sondern das war eine klassische Personalentwicklungsmaßnahme, die Jahre gedauert hat. Schön. Und von daher gilt es auch im Endeffekt auch an die Menschen zu glauben und nicht beim ersten Fehler diese zu hinterfragen. Das ist der Punkt Nummer 5. Ja, definitiv. Jetzt wollte ich noch zwei Sachen sagen zum PDL einspringen und dann vielleicht nochmal in die Kommentare, weil da waren jetzt, glaube ich, ein paar Sachen. Also das eine ist, dass es relativ oder eine sehr, sehr große Hürde sein kann, wenn die PDL aus dem eigenen Team ist. Da wird viel, viel mehr einspringen erwartet, im Sinne von, du bist doch früher als Fachkraft, als PDL genauso viel eingesprungen. Stimmt. Definitiv ein ganz, ganz großer Punkt. Und das hat neulich eine Abonnentin zu mir gesagt und damit hat sie auch vollkommen recht. Eine PDL muss am Ende des Tages abliefern. Und das ist einfach so. Punkt um. Es gibt Einrichtungsleitungen, in der glücklichen Position war ich zum Beispiel mit meiner PDL, als wir ein Haus eröffnet haben, die einen pflegerischen Hintergrund hatten. Das heißt, wenn meine PDL in der Pflege eingesprungen ist, war es insofern kein Thema. Dann habe ich halt einfach ein bisschen Arbeitszeit hinten hingehangen. Ich konnte ihre Dinge auffangen. Aber in dem Moment, wo ich vielleicht eine Einrichtungsleitung habe, die einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat, bleiben da Dinge liegen. Und diese Dinge sind teilweise einfach die Basis dafür, dass überhaupt auf den Stationen, auf den Wohnbereichen gearbeitet werden kann. Und das ist was relativ häufig unterschätzt wird. Und deswegen sehe ich eben dieses Thema PDL einspringen. Wenn es mal punktuell ist, absolut in Ordnung. Aber wenn es zu einer Dauerlösung wird, absolut kritisch und teilweise wirklich sogar gefährlich. Punkt.
So, ja. Das ist meine Meinung. Punkt. So. Schön. Ja. Wir sind uns einig. Eindeutig. Ja, aber Inna, ich finde auch noch mal kurz noch wirklich noch eine Anmerkung auf. Du hast gesagt, die vorteilhafte Situation, wenn der Heimleiter aus der Pflege kommt. Ich mache die praktische Erfahrung, dass die besten Heimleitungen, also definitiv, die besten Heimleitungen haben meistens auch einen pflegerischen Hintergrund. Das ist so meine Erfahrung im Endeffekt, die ich mache. Ich habe meine Einrichtungsleitung kennengelernt. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich frisch Einrichtungsleitung geworden bin. Und sie sagte, oh Mensch, das ist ja total blöd, dass Sie aus der Pflege kommen. Dann habe ich gesagt, warum? Naja, wenn dann mal Notarmann ist, dann müssen Sie ja mit einspringen. Ohne Worte. Ohne Worte, ja, gut. Ja. So, jetzt kommt, hier kommt eine Frage. Was haltet ihr an uns beide von PDLs, die nicht einspringen? Ina, du zuerst. Also PDLs, die grundsätzlich sagen, ich springe nicht ein, das ist für mich keine PDL. Punkt um, weil PDL ist auch immer ein Stück weit ein Teamleader und die muss mit einspringen, wenn eine Notfallsituation da ist, muss sie mit an die Pflege, die muss ja die schwersten Bewohner mit übernehmen, die unangenehmsten Aufgaben mit übernehmen, die muss ganz vorne mit dabei sein. Punkt, sehe ich ganz genauso wie du. Für mich ist auch eine Trainingsleitung wie beim Fußball der Kapitän, Mannschaft und der Kapitän muss auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Und ich vergleiche das jetzt auch hier ein bisschen wie mit einer Kfz-Werkstatt. Die PDL ist ja so etwas auch wie der Meister. Ja, wenn der Meister keinen Bock mehr auf Autos hat, dann wird es auch nicht klappen. So, weißt du, was ich meine? Nee. Das ist so das genau dasselbe Beispiel. So irgendwie. Und von daher, solche PDLs sind definitiv keine PDLs. Nee. Da schreibt der Sven Hut, das würde ich mir auch wünschen. Okay, meine ich jetzt. Ja, ich war wohl gut für uns beiden, was wir gesagt haben. Häufig fehlt aber die Fehlerkultur in der Pflege definitiv. Das muss ich tatsächlich sagen, das sehe ich ganz genauso, dass wir in der Pflege eine Null-Toleranz-Fehlerkultur haben, hat aber wahrscheinlich auch damit etwas zu tun, dass wir in der Pflege zum einen sehr ängstlich sind, wir haben Angst, Fehler zu machen, das erlebe ich ganz häufig, weil wir auch immer so diese Angst vor Heimaufsicht und was ist, wenn der das sieht und Haftungsrecht und MDK und Angehörige und Zeitung und Bürgermeister und Angela Merkel, so weißt du, was ich meine? Ja. So auf die Art und Weise, da sind wir sehr, sehr ängstlich, also wir haben nicht so dieses berufliche Selbstverständnis, dass wir sagen, okay, wir sind Profis, aber auch der zweimal promovierte Doktor, der zum Chirurgen des Jahres gewählt worden ist, der macht auch Fehler, weil er Mensch ist. Also diese Grundhaltung, die haben wir natürlich gar nichts. Das ist sehr schade, aber ich vermute einmal, dass es damit was zusammenhängt, dass wir einfach nicht so selbstbewusst sind. Das ist so meine Hypothese. Und zum anderen aber auch, wir zum Teil auch in der Führung, das ist der zweite Punkt, wir sehr, sehr ängstliche Führungskräfte haben, ne? Die im Endeffekt aus jedem Fehler auch ein totales Drama machen. Das ist ja das, was ich schon vorhin meinte, so genau. Aber teilweise, weil sie einfach auch schlecht ausgebildet sind. Also wie viele Führungskräfte erlebe ich in der stationären Altenpflege, Wohnbereichsleitungen, die noch nie in einem Weiterbildungskurs oder in einem Führungskurs gesessen sind. Ich finde es nicht schlimm, ohne Weiterbildung anzufangen. Das habe ich ganz genauso gemacht. Es ist aber speziell bei mir deshalb gut gegangen, weil ich einfach eine tolle PDL und eine tolle Einrichtungsleitung hatte. Und in dem Moment, wo ich das nicht habe, kann so, so viel schieflaufen. Du hast übrigens nur am Rande, als ich dich kennengelernt habe, hast du auch damals eine echt coole PDL gehabt. Fällt mir gerade eben so ein. Wollte ich einfach nur gesagt haben, die war echt cool gewesen, auf jeden Fall. Da hat sie in meiner Hausneueröffnung, oder? Die war echt cool. Ja, voll nett. Echt cool. Fällt mir gerade eben so ein, die war auch so voll so, da hätte mal, wenn ich das mal so sagen darf, also eine von unserem Schlag gewesen, also auch eine Anpackerin, total, aber auch, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Nur so am Rande, fällt mir gerade eben so ein. Ja, aber einfach eine, die das Herz am richtigen Fleck hatte, die Pflege wirklich als was ganz was Wichtiges, als Herzensprojekt gesehen hat. Absolut. Und eine PDL, die man sich nur wünschen kann, die ich jedem wünsche. Ey, ganz ehrlich, ohne Schmarrn, ich habe gerade ein Gänsehaus, kann man es nicht sehen, weil ich einen Pullover habe. Aber das wenn auch eine Führungskraft über die Mitarbeiter trotz professioneller Distanz so positiv reden kann, das zeigt im Endeffekt ja auch, wie viel Herz und Blut wir dahinter stecken. Und das finde ich toll, dass du so über deine Mitarbeiter sprichst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich, liebe Ina. Jetzt wollen wir nicht zu sehr vom Thema ablenken, aber ist echt so. Ja. Ja, der Herr Diakon schreibt, ich stehe zu 100 zu meinem Team. 130 Mitarbeiter in dem Bereich, den ich habe. Mit Einzelnen muss ich aber schon auch mal erst gesprochen werden. Jo, hat er recht. Kann ich nur bestätigen. Ja. So, genauso. Also tatsächlich, wir haben auch natürlich bei 100 Mitarbeitern ist doch klar, dass da auch einige dabei sind, die jetzt, sag ich jetzt mal, nicht so kompetent und leistungsstark sind. Das ist doch ganz normal. Wir haben ja insbesondere auch in der stationären Altenpflege häufig auch, beziehungsweise bin ich vielleicht allgemein auch sehr viel angelerntes Personal. Ja. Es ist doch ganz klar, dass natürlich auch hier entsprechend viel Schulungen stattfinden müssen, Gespräche,
auch unsere Werte in der Pflege und Leitbilder, Philosophie und so weiter auch dementsprechend immer wieder zu kommunizieren und dass die nicht von heute auf morgen funktionieren werden, ist doch klar. Und von daher, das kann ich nur bestätigen, aber wie gesagt, das Personal spürt es, wenn der Chef hinter ihnen ist. Das hast du, glaube ich, auch schon vorhin gesagt. Und ja. Das ist auch so der, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ein großer Fehler, den man auch machen kann, ist, nicht hinter seinem Personal zu stehen. Denn ich habe häufig Leitungen der Pflege erlebt, die über ihre eigenen Mitarbeiter lästern. So, das sagt schon viel über sie aus. So, so zum Beispiel, ich bin ja. mal angenommen, ich bin jetzt die Heimleitung und ich läster bei der Verwaltungskraft über meine PDL zum Beispiel. So. Weißt du, also, das ist ein Thema zum Beispiel. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, weißt du, ich meine, man kann ja alles machen. Ich kann ja auch, wenn ich Lust habe, nein, es geht nicht. 20 Stunden ins Solarium ja. gehen und danach werde ich wahrscheinlich keine Haut mehr haben. So. Weißt du, was ich meine? So. Toller Vergleich. Ja, ja, so, also machen halt die alle so, weißt du, was ich meine? Ja. Also, du weißt ja, ich bin bekannt für meine Vergleiche so, aber es ist echt so, ich kann's halt nicht bringen, weil im Endeffekt du ja insbesondere der PDL und Heimleitung in der stationären Pflege, aber ich finde auch ambulanten Bereich, Geschäftsführer, Pflegedienstleitung, wenn die beiden nur ein kleines Blatt zwischen die beiden passt, dann ist vorbei, dann ist die Party vorbei. Genau, ja. Und da hätten wir auch wieder den Punkt Vertrauen, wenn die Mitarbeiter wissen, hey, die Kronenberg oder der Ugo, die stehen hinter mir, ja. Genau. Ich kann kommen, wenn irgendwas ist, dann erfahre ich, wenn es grundsätzlich zu einer Beschwerde gibt, das oft als erstes vom Mitarbeiter und gar nicht von dem Angehörigen oder von dem Bewohner, weil die wissen, ich darf kommen, denen kann ich vertrauen. Und ja, wir werden jetzt eine Lösung für das Problem finden. Und auch das absolut. Ist unglaublich wichtig. Da haben wir wieder den Punkt Vertrauen, eine gute Basis schaffen. Absolut, absolut. Also normalerweise, wenn ich jetzt zum Beispiel solche Videos mache, wenn jetzt mit dir, weil das ist ja heute eher so ein Fachvideo, dann tue ich mir davor nochmal kurz die Literatur anschauen und gehe nochmal durch, dass ich heute auch ja nichts vergesse. Und sonst ärgere ich mich danach. Oh mein Gott, hast du das gesagt, und was weiß ich so. Aber Ina, ich muss tatsächlich sagen, und das ist so genau der Aspekt, es bringt die beste Fachliteratur nichts, wenn das Vertrauen nicht da ist. Nein. Und ich habe auch so, jetzt spreche ich was aus. Und jetzt könnte ich mal die 13 Live-Zuschauer und all die paar hundert oder tausend eventuell, insbesondere auf Facebook, die es danach sehen werden, sich mal dick hinter die Ohren schreiben. Ich, Ugo Cetinkaya, werde auch eine mindestens genauso gute Heimleitung geworden, ohne Studium, ohne Weiterbildung. Bei mir ist sehr viel Persönlichkeit. Also tatsächlich, dass ich von Menschen, die auch Erfahrungen haben, mir das Beste abschaue. Dass ich auch schaue, dass ich nicht so tue, als wenn ich der Allwissende wäre. Meine Chefin hat immer gesagt, hey, Kai, Sie sind Chinese. Ich so, warum bin ich Chinese? Sie schauen sich von jedem das Beste ab. Ich so, ja, da haben Sie recht. Ja, das ist wirklich so. So, worauf möchte ich hinaus? Also Führung ist auch sehr, sehr viel Best Practice von anderen Menschen zu lernen. Also, und deshalb, und das meine ich jetzt ganz, ganz ehrlich und nicht arrogant, ich werde mindestens eine genauso gute Führungskraft ohne Studium und Weiterbildung und sonstiges in der Pflege, weil im Endeffekt es sehr, sehr viel Persönlichkeitsgeschichte ist. Mhm. Und die Zeit, in der wir leben, ist sehr, sehr schnelllebig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die ganzen Fachkompetenzen, die ich habe, nichts wert sind. Weil einfach das, was ich vor 3 Jahren im Studium gelernt habe, schon heute schon wieder Vergangenheit ist, so in Ernster, so Real Talk. Und deshalb man sich darauf auf gar nichts einbilden zu meinen braucht, aber viele machen das. Und im Endeffekt, das Wichtigste ist, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und auch ein guter Mensch zu sein. Und dieser zweite Punkt, den ich nenne, finde ich ganz wichtig, und das ist jetzt der 6. Punkt, den ich auch heute sagen möchte, ist, dass man als Führungskraft einen großen Fehler machen kann, wenn man sein Herz aus Stein hat. Also wenn Herz nicht auf den richtigen Fleck hat. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen eine Entscheidung getroffen. Ne? Das war eine Management-Entscheidung, die war ein Scheiß gewesen. Nur so am Rande. Ich kann nicht sagen, was es war, Datenschutz und so. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die hätte kein anderer Manager getroffen. Ne? Ich habe sie getroffen, ne? Weil die war menschlich in Ordnung gewesen. Und manchmal, ich habe abgewogen. Denke ich jetzt nur an die Firma? Denke ich jetzt nur wie der klassische Manager? Oder denke ich auch als Mensch, der eine Verantwortung in der Gesellschaft hat? Ich habe den zweiten Weg gewählt. Bei mir haben sich mindestens 20 Mitarbeiter bedankt, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Mhm. Die kam auf mich, ich hätte es nicht gedacht, die kam zu den Kaya, die haben doch ihr Herz auf dem richtigen Fleck so. Hätte ich niemals gedacht so. Mhm. Und es war eine totale Entscheidung bei Intuition. Also nicht bei Delegation, sondern wirklich nur bei Intuition. Mhm. Und es war im Nachhinein eine richtige Entscheidung, aber aus reiner Manager-Sicht und aus reiner finanzstrategischer Sicht ein Irrsinn, was ich da gemacht habe. Das Wichtige ist aber, dass das Personal hinter mir ist und worauf möchte ich hinaus, lange der kurze Sinn, dass man im Endeffekt ein guter Mensch ist und es werden die Mitarbeiter, ich will nicht sagen, das ist ein Danken, weil ich habe gelernt, im Berufsleben gibt es keinen Dank, liebe Ina. Aber, ja. aber zumindest, sie werden sehen, wahrnehmen, registrieren und die werden zumindest nicht sagen, dass du den
Kaya hat Stein auf Herd, ein Herz auf Stein. Und das wirkt sich wiederum positiv auf die auf das Haus aus und auch auf die Atmosphäre, die wir im Haus haben. Weil im Absolut, ja. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, den viele Führungskräfte machen, dass sie zu, ich sag immer zu, schau mal, es ist ja kein Geheimnis, aus was für einer Szene ich komme oder aus was für einer Schicht mehr ich komme. So. Und ich habe auch immer zu jungen Leuten gesagt, macht nicht auf hart, wenn ihr nicht hart seid. So. Und viele Führungskräfte machen auf hart, obwohl sie nicht hart sind. So. Wenn du ein Netter bist, dann sei auch ein Netter. So, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also dieses Authentische. Wenn du ein, wenn du ein Arsch bist, dann geh bitte weg von der Pflege. Und wenn du ein Schreibtischmanager bist, dann mach deine Arbeit von Schreibtisch. Aber tu nicht so auf Praktika. Und das ist das auch, worauf ich hinaus möchte. Man sollte echt sein, aber auch irgendwie nicht schauen, dass man die Menschlichkeit verliert. Und von daher, das ist das, was ich empfehle. Und das sehen auch die Menschen. Jo, das ist das. Und sich selber einfach auch treu bleiben, ja, als Führungskraft. Absolut, absolut, Ivan. Absolut, Ina. Ja. Hier schreibt jemand, bester türkischer Bayer. Ich hab's gelesen. Ja. Da ist was dran, so, da ist was dran. Ey, ich muss dir noch eine Geschichte erzählen. Ist tatsächlich so. Ein Bürgermeisterkandidat einer Gemeinde, die du auch kennst, die bei dir in der Region ist, hat mich auf Facebook blockiert, weil ich einen blöden Kommentar dagelassen habe. Ich möchte heute nicht so sehr vom Thema ablenken. Aber worauf möchte ich hinaus? So, der Typ wird sicher mal Bürgermeister einer großen Gemeinde in Bayern werden. Die kennst doch die Gemeinde, die ist sehr bekannt so. Und der kennt auch mich, weil ich tue sehr in so Dingen reden, sehr in Schatten reden, weil der wird mich sicher anzeigen. Ich wurde schon ein paar Mal angezeigt, wenn ich jetzt zu sehr den Namen nennen würde. Aber worauf möchte ich hinaus so? Deswegen erzähle ich die Geschichte. Das ist der siebte Punkt. Der hat mich blockiert, weil ich ihn die Wahrheit gesagt habe so. Und viele verkraften nicht die Wahrheit. Und der hat mich dann blockiert. Und der Typ wird mal Bürgermeister einer großen Gemeinde werden. Und das ist der siebte Punkt. Die Wahrheit auch mal anzunehmen und auch wenn ich Scheiße gebaut habe oder auch mal zu reflektieren und auch zu sagen, okay, das ist okay und nur weil ich mein Bürgermeister einer großen Gemeinde werde oder nur weil ich jetzt der Uwe bin, der jetzt, keine Ahnung, schon 100 Titel hat und 100 Mal irgendwelche Awards gewonnen hat, trotzdem mache ich Fehler und trotzdem bin ich nicht unfehlbar und das ist das, worauf ich hinaus möchte, das ist eine Technikgeschichte. Und jetzt habe ich doch so einen Bürgermeister oder einen kommenden Bürgermeister einer sehr, sehr großen Gemeinde bei euch, jetzt ich kann es dir gerne unter vier Augen immer sagen, so, wer das ist. Ja, es interessiert mich jetzt schon. Aber wirklich bei euch in der Region, so voll, echt so, echt, also beide Schwaben. Ist es meine Gemeinde? Nein, viel größer, viel größer. Ja, okay, das ist nicht schwer. Ja, also es gibt bei euch nicht viel in der Region. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, der wird Bürgermeister werden, so. Und der Typ blockiert mich, nur weil ich ihm sage, hey Kollege, du machst mich Schmarrn, so. Worauf möchte ich hinaus? Das ist der siebte Punkt, so auch Kritik anzunehmen. Wenn ich jeden Mitarbeiter bei mir im Pflegeheim kündigen würde oder schlecht behandeln würde, weil sie mal eine andere Meinung als ich sind, dann gibt es keinen Morgen für mich, so. Und für diese Menschen, der wird zwar Bürgermeister werden, aber ich kann jetzt schon sagen, der wird in den nächsten 5 Jahren abgewählt werden, ne? Weil die merken werden, dass der Typ überhaupt nicht reflektionsfähig ist. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Und das ist schon manchmal echt zum Teil auch eine echt traurige Welt, in der wir leben. Weil das ist wieder der erste Punkt oder zweite Punkt was gewesen, die Menschen verlangen von Dingen, die sie selber nicht machen würden. Wahrscheinlich wird der von seinen Mitarbeitern verlangen, dass sie reflektionsfähig sind und auch Dinge annehmen. Dabei ist er selber komplett so, sagst du ein Wort, fängt gleich Weilen an. Und das ist das, worauf ich so auch, das ist der siebte Punkt, den ich sagen möchte, ist im Endeffekt auch so, einfach Dinge anzunehmen und auch wenn sie manchmal wehtun, aber ich bin jetzt zum Beispiel in einer Position, ich bin vom größten Arbeitgeber in Ruhpolding, bin ich der Verantwortliche. Ja, da muss ich auch manchmal blöde Dinge annehmen. Und da kann ich nicht jedes Mal wie ein Hampelmännchen in die Luft gehen, wenn immer was kommt. Oder ich kann nicht immer auf Beleid tun oder ich kann nicht immer auf Blockieren machen. So, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Und das ist so der Punkt, das ist der siebte Punkt. So, das ist ein großer Fehler, den du als Führungskraft machen kannst, weil im Endeffekt, nur als Beispiel, ist die Kritik, die ich diesem Mann oder dieser Frau, egal, weil ich hab mich ganz bedeckt so, geäußert habe, war eine Sachkritik gewesen. Ne? So, und es wäre jetzt gleich, wie wenn ich in meiner Arbeit als Manager eine Sachkritik bekomme und ich das nur auf einer ausschließlich persönlichen Ebene wahrnehme und sage, wie kann es der Helfer wagen, der nicht einmal eine Ausbildung hat, einen wie mich mit Master zu hinterfragen? So, weißt du, was ich meine? Genauso diese Haltung, die haben viele Menschen. Ganz, ganz schwierig. Total. Ja. Und vor allem der Punkt ist der, manchmal, wenn Kritik kommt, ist ja vielleicht auch was Wahres dran. Und es würde ja vielleicht helfen, die Sache besser zu machen, sich selber weiterzuentwickeln oder eben was Gutes für das Team, für die Einrichtung zu tun. So ist es.
Genauso ist es. Absolut. Genauso ist es. Und das ist, deswegen habe ich jetzt von der politischen Ebene, weil nur am Rande, ich glaube, Ina, das ist jetzt wirklich auch nochmal Real Talk, ich glaube, du könntest auch eine gute Leiterin des Metro bei euch in Augsburg sein. So. Ab einer gewissen Ebene kommst du nur auf die Persönlichkeit und auch auf die Erfahrung, auf das Auftreten, diese ganze Fachkompetenz, das kann man alles lernen, da hast du auch meistens um dich im Stab herum, der das für dich macht. So. Und deswegen, ich behaupte sogar, ich wäre auch ein guter Bürgermeister, nur am Rande, so, obwohl ich keinen Bock auf Politik habe. Das habe ich viel, weil in der Pflege lernt man ja auch so etwas, also ich sage mal, Mensch umzugehen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch dieses Beispiel genannt von der Politikebene, also das ist ja noch Kommunalebene, ist ja nicht Landesebene, von Kommunalebene auf unsere Arbeit heruntergebrochen. Ganz einfach, ganz plastisch, ganz, würde ich sagen, spürbar so. Und diesen Fehler machen ganz, ganz viele auch Politiker. Und jetzt kommt der achte Punkt, weil man es viele machen kann, das fällt mir halt spontan ein, nimm dich nicht so wichtig und glaube nicht, du seist deine Arbeit. So, mir folgen jetzt hier auf Facebook und Instagram zusammen irgendwie über 10.000 Menschen so. Deswegen bin ich nichts Besseres, deswegen bin ich auch nicht kein so irgendwas, keine Ahnung, was wenn ich dich zum Beispiel in Augsburg Hauenstätten sehen würde, ich würde dich umarmen und sagen, ey, Ina, alles klar, komm, lass Döner essen gehen, komm mal, Baby, lass Döner essen gehen, irgendwie so etwas. Das ist total genauso quatsche, wie ich mit dir jetzt hier quatsche. Und das ist auch so etwas, was ich insbesondere ab der Heimleiterebene in meinem Leben festgestellt habe, dass die Leute sich wirklich auf ihren Job etwas einbilden. Sie meinen ihren Job, sie denken, so sind ihr Job so. Das ist ja auch der Grund gewesen, weshalb ich ja auch so ein bisschen diese Facebook-Bündnisstelle und Instagram-Seiten gemacht habe. Ich wollte auch so ein bisschen die andere Seite einer Heimleitung zeigen, dass es auch alles im Endeffekt Menschen sind und viele häufig auch eine Rolle spielen, so wie so ein Schauspiel. Genauso wie ein Examen, ein Altenpflege- oder Krankenpflegeexamen. Da tut man ja häufig ja auch so ein bisschen eine Rolle spielen, was in der Praxis meistens ganz anders ist. Und das Gleiche habe ich auch so manchmal das Gefühl bei vielen Leitungen in der Pflege, dass sie einfach überhaupt nicht echt sind. Und deswegen, ihr Personal, ihr noch nicht folgt, alle meine Mitarbeiter im Pflegeheim, die folgen mir alle. Die kennen mich alle oben ohne. Die kennen alle, wenn ich den Kerl sich über eine Sache aufregt, wenn er sagt, ja gut, so ist es. Aber dafür lieben die, beziehungsweise wissen alles über mich. Also, das hat auch so einen Nachteil natürlich, außer Frage. Ich will nicht sagen, klar, man macht sich dadurch ein Stück weit angreifbar. Aber wenn die Distanz einfach zu groß wird zwischen Mitarbeiter an der Basis und ich sage jetzt mal Einrichtungsleitung, ich glaube, dass das Problem auch, wie du gesagt hast, eher ab der Einrichtungsleitungsstufe losgeht, dann kann ich Vertrauen vergessen, dann kann ich eine gute Basis vergessen und dann werden die Mitarbeiter eben auch nicht kommen, wenn es mal tatsächlich Probleme gibt oder wenn die Hütte brennt. Und ich sag mal, Thema Mitarbeiterbindung, wir hatten es ja in den letzten Tagen hier ziemlich auf diesen Profilen, das ist eine Grundlage davon, ganz klar. Absolut, ja. Real Talk. Das ist so und von daher, ich sag's mal wieder, liebe Leute, denkt nicht, ihr seid eure Arbeit oder ihr seid immer besser geworden. Ich bin immer noch derselbe Junge, der aus der Münchner Unterschicht kommt, nur weil ich wie vor 15 Jahren, auch wenn ich jetzt keine Ahnung, irgendwelche Titel habe, beruflichen Erfolg hatte, deswegen bin ich aber immer noch derselbe Mensch. Das ist das, worauf ich hinaus möchte und das vergessen auch viele Menschen auch in Führungspositionen und sie meinen halt auch, wie du auch schon gesagt hast, dass sie im Endeffekt ja auch so eine Rolle spielen. Schau mal, ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür, was sehr, sehr wirklich greifbar ist. Ich könnte ja in jedem Satz, den ich jetzt mit dir spreche oder auch mit meinem Personal spreche, 300 Fachwörter raushauen. So wie genauso wie so in einer Bachelorarbeit oder einer Masterarbeit, wo jeder Satz so ganz hochgestochen ist. Oder ich kann auch in ganz normaler Sprache, genauso wie ich jetzt mit dir rede, einfach die Sachen ansprechen. Und der erste Punkt ist, machen meistens Menschen, die unsicher sind und die sich auch sehr, sehr viel auf ihre Bildung und ihren Job einbilden. Und den zweiten Punkt ist, machen Menschen wichtig, die greifbar sind, alles nice. So ganz ehrlich, ich würde mich auch, wenn ich von heute auf morgen als Millionär werde oder irgendwie so etwas oder keine Ahnung, wie der Eggy schreibt, SPD-Oberbürgermeister von Münster werden würde, ich würde genauso jetzt Live-Videos machen, ich würde mit dir talken so, es wird sich mit nichts ändern und das ist der Punkt, worauf ich hinaus möchte. Echte Authentizität. Menschen, authentisch sein. Absolut genauso. Menschen wollen heutzutage so greifbare Chefs haben, greifbare Führungskräfte haben und das ist auch das, was ich so empfehle. Der Jochen schreibt, 9. Punkt, ich muss aufpassen, dass ich langsam die Punkte nicht vergesse. 9. Punkt, wird Ugo der nächste SPD-Oberbürgermeister für München? Jochen, mein Lieber, ich hab zu meiner Jugendzeit, ich war in der SPD gewesen, ne? Jetzt kann ich mich ja outen, ich war schon in 4 Parteien gewesen, ganz ehrlich. Ich war schon bei den Grünen, bei der FDP, CSU sehr nahe, kann man sagen, so manchmal. Und SPD war ich auch schon gewesen. Also ich bin, schön jetzt, ich bin in der Parteien, Punkt, Punkt, Punkt.
bin tatsächlich, ich bin nur meiner Frau, meinen Freunden und meinen Arbeitgeber treu, weil die auch für mich da waren bisher. Aber Parteien leben effektiv für mich. Und jetzt dieses Beispiel, was ich jetzt genannt habe, zum Beispiel mit diesem zukünftigen Oberbürgermeister einer sehr großen Gemeinde aus der Region, wo du herkommst, ist es so. Wir sprechen da später. Da sprechen wir drüber, auf jeden Fall. Da sprechen wir drüber. Aus einer sehr großen Gemeinde auf jeden Fall. Politik ist ein sehr, sehr schmutziges Geschäft und aus der Welt, aus der ich komme, ich glaube, ich, wenn ich jetzt wirklich auch ein politisches Amt anstreben würde, ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Strafrecht in Konfrontation kommen und es kann jetzt jeder genauso interpretieren, wie er möchte, weil ich es auch genauso meine. Also von daher, das Geschäft ist so schmutzig und es laufen so linke Geschichten ab. Manchmal ist es ja schon auch auf unserer Ebene, Ina, in der Führungsebene des Pflegemanagements manchmal sehr link und das kann man ja noch irgendwie... Wollte das gerade sagen, ja. Genau so. Es ist nicht zu unterschätzen, was da auch in der Pflege abgeht. Absolut, absolut. Ja. Und ich bin mittlerweile schon in Klammern eingespielt und eingeölt. Also mein 40W30 Öl oder irgendwie so etwas, Leichtlauföl, durch gut glitschen. Aber worauf möchte ich hinaus? So, aber Politik ist nochmal eine ganz andere Ebene. Und ich habe jetzt auch als junger Bursche, ich war ja im Vorstand der Jusos München gewesen. Also ich wäre wahrscheinlich heute ein ziemlich hohes Tier bei der SPD gewesen, wenn ich keinen Bock gehabt hätte. So. Aber ich habe gemerkt, das ist nichts für mich so. Und jeder weiß auch, ich war ein guter Kickboxer gewesen so und auch ein ziemlich rabiater Junge auf der Straße gewesen. Ich glaube, keiner also will diese Seite von mir kennenlernen. Und von da habe ich gemerkt, so auch aus Eigenschutz, das, was da abläuft, das ist echt schmutzig zum Teil. Und das sollen andere machen, die es möchten, aber nichts für mich und ich werde nie in die Politik einsteigen. Aber ich habe auch gemerkt, so, dass im Endeffekt wir in unserer Arbeit, das ist der Punkt Nummer 8 oder 9, ich weiß gar nicht mehr, Mikropolitik darf man nicht unterschätzen. Das ist auch ein großer Fehler, den man machen kann, zum Beispiel als Führungskraft, weil viele Führungskräfte sich mit den falschen Leuten anlegen. Mal angenommen, ich mache jetzt mal ein Beispiel so, mal angenommen, klassisches Beispiel, das hat schon vielen Führungskräften den Kopf gekostet, ist, ich fange jetzt zum Beispiel in einem Pflegeheim an und bin jetzt der neue Pflegeheimleiter. Und ich lege mich als allererstes nach kurzer Zeit mit der Frau an, die schon am längsten dort ist, die von dort geboren ist, so gefühlt in der Gemeinde und schon noch irgendwie mit dem Bürgermeister verheiratet ist oder irgend so etwas. Mit der Frau, die Mitarbeiterin. Ja, Mitarbeiterin. Genau, Mitarbeiterin. Ja. Das ist doch ganz klar, dass ich diesen Konflikt verlieren werde. Auch wenn ich ideell über dieser Person irgendwas zu sagen habe, sie ist die informelle Führerin. So. Und diese sogar informellen Führer hast du ganz viel in der Pflege. Mit dem musst du dich immer gut stellen. So, und du kannst diese informellen Führer zwar ausschalten mit Tricks, die ich mittlerweile auch gelernt habe, so, aber da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und insbesondere, wenn man wo anfängt, und es geht ja heute um das Thema Fehler, die man machen kann, muss ganz gewaltig aufpassen in dieser Mikropolitik vor informellen Führern. Die können brandgefährlich sein. Also ich habe viele Leitungen gehen sehen, also wirklich top ausgebildete Leitungen, weil sie sich es den falschen angelegt haben. So, den falschen anlegen kann den Job kosten. So. Und ich denke, wir müssen im Alltag schon genug Kämpfe fechten, sei es jetzt irgendwie Heimaufsicht oder Geschäftsführung, sage ich jetzt mal so. Und im Endeffekt ist immer die Frage, welche Kämpfe lohnen sich, welche Kämpfe kann ich gewinnen und welche Kämpfe sind auch wirklich wichtig für die Basis, wenn ich mich da jetzt mit irgendeiner Angehörigen meinetwegen anlege, nur weil ich der Meinung bin, das muss so und so sein, das ist irgendeine Kleinigkeit. Informelle Führerin. Ist die Frage, lohnt sich das jetzt oder sollte ich lieber die Zeit in irgendwas investieren, was wirklich für die Mitarbeiter entscheidend ist, was wirklich entscheidend ist für die alltägliche Arbeit, die ich habe. Punkt, so ist es. Genau nicht so ist nur es. Um den Willen hin, dass ich mich da jetzt als Einrichtungsleitung durchsetze oder als PDL oder als Stationsleitung. Es kommt der 9. oder 10. Punkt, also du kannst mich korrigieren. Das ist der nächste Punkt, der mir einfällt, einen Fehler machen kann. Du hast es selber schon gesagt, aber ich finde, es ist ein Überpunkt. Mach auch manchmal die Augen zu. Sehe nicht alles. Meine Mutter hat mir gelernt, wenn man alles sieht, wird man im Leben unglücklich. Und da hat meine Mutter recht gehabt. Meine Mutter ist eine Frau, die kaum Deutsch sprechen kann, kaum Deutsch schreiben kann, aber mehr vom Leben weiß als einige Manager. So, die hat schon viel gesehen. So. Und, das ist meine aktuelle Methode in der Kindererziehung. Echt, oder? Am besten, wenn die Spaghetti überall verteilt werden. Einfach mal Augen zumachen. Ja, so. Genau, weißt du, was ich meine? Weil du bist immer verrückt, so, wenn du alles verbessern möchtest. So. Und von daher, und das ist auch genau das, hi, liebe Mamrit, das ist auch im Endeffekt genau dasselbe im Pflegemanagement. So dieses Thema Eisenhower-Prinzip, Prioritäten setzen. Ja. Und von daher, wenn ich jetzt überall was gemacht werden müsste, eigentlich anfangen würde, ich glaube, da würde ich verrückt werden. Ne? Und dasselbe empfehle ich auch, ein großer Fehler, also nicht zu viele Baustellen anfangen, nicht immer alles sehen, auch nicht alles hören. So, wenn du alles siehst und alles hörst, dann wirst du auch irgendwann auch als Führungskraft in Klammern verrückt.
und wirst auch dann irgendwie seelische Probleme bekommen. Und das habe ich bei mir sogar mal gemerkt, tatsächlich bei mir auch als der Sohn. Okay. Das, ich denke, es wird auch vielen anderen Menschen so gehen, wenn man meint, alles irgendwie angreifen zu müssen und alles hören zu müssen und alles sehen zu müssen, ne, dann wird man unglücklich werden. Und das ist eine Eigenschaft, die ich bei vielen Pflegeleitungen erlebe oder auch sehe. Und ich kann immer nur empfehlen, manchmal ist es einfach auch nicht alles zu sehen und auch zu akzeptieren, dass die Menschen so sind, wie sie sind und die Welt definitiv so ist, wie sie ist. Ja. So ist es. Und, definitiv. Und wir haben ja auch mal so, wie soll ich sagen, so diesen Ansatz, dass wir die Menschen verändern möchten. So eins auf, keine Ahnung, Ina Grunberg oder Grunberg fängt bei mir das Arbeiten an und ich tue jetzt so eins auf, naja, ich tue jetzt mal bei der zweifachen Mutter, tue ich jetzt mal so, als wenn ich sie jetzt verändern wollen würde, so vom Charakter her oder irgendwie sowas oder so. Oder noch schlimmer, ich tue so eins auf, naja, sie hat doch bei uns die Arbeit angefangen, also muss sie sich doch uns anpassen, sie wird ihr Geld bekommen, so. Aber die Welt, in der wir leben, ist nicht so. Und ich erlebe es häufig bei Führungskräften, dass sie irgendwie da in dem Bereich sehr eingeschränkt sind. Ja. Mhm. Ja, kann ich definitiv zustimmen. Okay. Wir hatten oben noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du sie noch findest oder siehst. Thema Zeitarbeit und PDL, da würde ich ganz gerne noch drauf eingehen. Echt? Das haben wir sie gesehen, oder? Ja. Zeitarbeit, wo? Glaub, nein. Kein Zeitarbeiter, oder weiß ich nicht. Ich glaube, der Sven hat die geschrieben. Kannst du mal hochscrollen? Findest du sie noch? Ich suche mal gerade eben Zeitarbeit, PDL. Was heißt, ich jetzt mal einspringe? Vielleicht habe ich sie ganz übersehen. Ja, wir sind echt fast schon rum mit der Stunde. Ich gucke hier die ganze Zeit. Das ist Wahnsinn. 20.50 Uhr. Ja, okay. Also wir haben ungefähr 10 Minuten. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Mhm. Ja. Du hast recht, weil Instagram wird uns raushauen. Ina, ich sehe es echt nicht. Habe ich neulich bei Janine gemerkt, ja, und bei dir. Ja, genau, genau. Ich sehe es nicht, Ina. Also die Frage wird mir nicht angezeigt zu Zeitarbeit. Wenn du sie siehst, vielleicht. Kannst du sie nochmal stellen, wenn du noch da bist? Genau, stell sie nochmal die Frage. Aber es kam noch andere Frage und ein anderer Kommentar kam noch von Pflegemenschen. Coole Seite im Übrigen. Ja. Der proaktive Umgang mit den Unangenehmen ist eine Kernkompetenz einer guten Führungskraft. So viel zum Thema Bürgermeisterkandidaten. Ey, so viel dazu. Also, ich mache danach dann auch später Hashtag Bürgermeisterkandidat. Spaß beiseite. So. Aber ich meine, das ist ja genau der Punkt, so, weißt du, worauf ich hinaus möchte, weil der genaue Punkt, weshalb ich auch mit diesem Bürgermeisterkandidaten, jetzt kommt der 10. Punkt, ist, gleich kommt da, aneinander geraten bin, ist, es geht um das Thema Vielfältigkeit unserer Gesellschaft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch als 10. Punkt jetzt auch den Leuten draußen auch nahelegen möchte, auch Führungskräften in der Pflege. Die Welt, in der wir leben, ist sehr vielfältig geworden. Wir haben zum Teil in Stationen in München 80, 90, zum Teil sogar 100% Personal, das nicht in Deutschland geboren ist, in der Pflege. So, die also das ist zum Teil, also es sind zum Teil ausländische Bindestrich Klammern Stationen. Und da empfehle ich auch eine große, soll ich sagen, eine große Kompetenz, die Führungskräfte heutzutage haben müssen, ist es dieses Thema Skills im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund umzugehen. Auch die Sprachkompetenz, die wir haben, auch die Sprachschwierigkeiten und auch zum Teil sogar die schwierige Aussprache. Zum Beispiel, wir haben viele Mitarbeiter aus dem Balkan und die haben halt manchmal nur Model, die sich brauche, die so siehst und so, die so eine harte Aussprache hat. So. Ja. Und es kommt manchmal bei einigen Leuten sehr unsympathisch rüber. Und da gilt es aber trotzdem, eine gewisse Sensibilität für ausländisches Personal zu entwickeln. Und jetzt habe ich schon den Ball echt krass in diese Richtung gespielt, was mein Problem mit diesen Bürgermeisterkandidaten war. Aber lange Rede, kurzer Sinn, und das ist der 10. Punkt, liebe Leute draußen, das Thema ausländisches Personal ist nicht die Frage, ob, sondern wie wir mit diesen Menschen umgehen. Und da könnt ihr ein großes Eigentor schießen, wenn ihr so eins auf dem macht, naja, die sind doch in Deutschland und die müssen unsere Sprache lernen. Ist schon klar, dass sie unsere Sprache lernen müssen. Aber da müssen wir auch sehr sensibel und sehr, sehr feinfühlig mit umgehen. Ansonsten haben wir morgen auch keine Ausländer mehr. Dann hast du bald niemanden mehr auf der Station. Ja, so. Definitiv stimme ich dir zu. Ja. Ich habe die Frage gefunden. Ich habe jetzt selber nochmal hochgescrollt. Ja. Hi Ina, hi Ugo. Du sagst gerade, dass bevor du einspringst, du eine Zeitarbeitfirma kontaktieren und holen würdest. Ja. Ich sag nein. Was sagst du? Also ich sage mal so, wie es ist. Wir haben jetzt seit 1,5 Jahren, Gott sei Dank, in unserem Pflegeheim keine einzige Zeitarbeitskraft. Seit 1,5 Jahren. Das ist echt, also auf dem Markt, auf dem wir uns mittlerweile bewegen, schon richtig krass so. Wir haben, ja, das ist echt gut. Also wir haben es immer wieder geschafft, auch in, wir haben zum Teil auch manchmal echt Pech gehabt, du weißt, wie es ist. Manchmal hast du auch im Pflegemanagement einfach Pech, so. Ja. Das passiert manchmal. Haben wir es immer geschafft, die Dinge intern zu lösen.
also ob ich Zeitarbeit holen würde, prinzipiell ja, würde ich im schlimmsten Fall machen, tatsächlich würde ich, obwohl ich Zeitarbeit so auch aus allen Aspekten nicht gut finde, aber tatsächlich haben wir es bisher im Internet immer gut gelöst und so viel dazu, ja. Also Zeitarbeit holen, wenn Personal fehlt oder ich einfach Dienste nicht mehr abdecken kann, ja, das genau. Ist definitiv, aber bevor ich jetzt sage, ja, ich will mir nicht die Hände schmutzig machen, ich springe nicht in die Pflege ein, wenn es jetzt um eine Handvoll Dienste geht, dann würde ich sie schon selber machen. Natürlich. Außer es ist jetzt hier Polen offen, dass ich sage, es ist so viel zu tun, ich kann es nicht anders kompensieren und abdecken. Der Klassiker sind zum Beispiel Krankheitsfälle. Eine Krankheitsfall, außer es ist hoffentlich kein schwerer Krankheitsfall, meistens eine Sache, die mal vielleicht eine Woche dauert oder zwei Wochen dauert. So, so ist es. Und nur am Rande, ich möchte auch nur allen draußen sagen, Thema Zeitarbeit. Wenn du Zeitarbeit heutzutage haben möchtest, dann musst du dich zwei oder drei Monate davor anmelden, dass sie dann mal irgendwann, wir haben jetzt November, vielleicht mal im Februar bei dir kommen werden. So weißt du, was ich meine? Und das habe ich neulich auch gelesen. Also die decken nicht die Dienste ab, die zu besetzen sind im Dienstplan, sondern die sagen dir in der Regel, wie sie arbeiten können und du musst dann deine Festangestellten drumherum besetzen. So ist es. Also auch so viel zu dem Thema. So ist es. Also im Endeffekt ein Fremdkörper im Dienstplan, der nur die Unzufriedenheit schürt. So weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Absolut. Also von daher, keine Ahnung. So. Okay. Ja. Gut, jetzt würde ich noch gern eingehen auf Fehler, den Führungskräfte machen können. Ich habe mir nämlich einen allergrößten überlegt. Ich habe relativ lange dafür gebraucht, um diesen einen zu finden. Ach so, okay, ja. Ich habe ihn gefunden, ja. Ich glaube, so will ich das mal gucken. mangelnde Selbstreflexion und die Fähigkeit, nicht wirklich selbstkritisch zu sein. Und ich meine damit nicht, dass Führungskräfte jede einzelne Entscheidung, die sie treffen, jeden Satz, den sie sagen, 50 Mal hinterfragen sollen und wie ein Fähnchen im Wind sein sollen, überhaupt nicht. Aber ich erlebe das relativ häufig, dass irgendwelche neuen Prozesse nicht funktionieren, dass eine schlechte Stimmung im Team herrscht. Und viele Führungskräfte suchen bei den Fehlern immer nur unter den Mitarbeitern, fahren harte Konsequenzen auf, üben ganz, ganz viel Druck aus. Und häufig ist die Ursache ja im Verhalten oder auch Nichtverhalten der Führungskraft. Und deswegen ist das mein Ja. Absolut größter Fehler, den man machen kann, weil im Endeffekt, ich glaube, wenn ich das wirklich gut beherrsche, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber dann habe ich eigentlich einen super guten Einfluss auf sämtliche Bereiche, ja, die ich als Führungskraft einfach abdecken muss, sei es jetzt Mitarbeiter, Motivation, Mitarbeiterbindung, alles, was einfach so dazugehört. Punkt. Kann ich bestätigen, glaube ich, habe ich schon sehr umschrieben vorhin in einigen Sätzen so. Vorher war es mal dabei. Ja, genau. Aber du hast vollkommen recht, das sehe ich ganz genauso. Du hast vollkommen recht, so. Weil im Endeffekt Reflexion als Führungskraft, ich finde sogar, ehrlich gesagt, wenn man überleben möchte oder erfolgreich bleiben möchte, sogar ein ganz wichtiger Aspekt ist, weil die Menschen um uns herum ändern sich, die Welt ändert sich um uns herum und zu meinen, das, was ich heute mache, dass es morgen richtig ist, wäre ist ein Fehler. Und von daher muss man im Endeffekt auch sich jeden Tag hinterfragen. Absolut. Und die Arbeit, die man noch macht, hinterfragen. Ansonsten schaut es sehr, sehr düster aus. Für einen selber. Ja. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwelche Fragen, die offen sind? Hast du den Überblick noch? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe allen Leuten, während ich dir zugehört habe, habe ich zugewinkt. So ist zu noch an Gina Karl zu winken. Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, wir haben auch alle Fragen beantwortet. Was sagt denn unser Zeitmanagement? Wir beiden Manager müssen mal fragen. Also, 20:57 Uhr. Wir haben noch scheiße 2 Minuten. Ich möchte nur optisch was sagen. Ich bin kein optischer Manager, aber ich finde, nur am Rande, du schaust dir sehr gut aus. Nur so am Rande. Möchtest du einfach. Ich habe Augenringe ohne Ende, weil meine Tochter die ganze Nacht macht. Echt, das sehe ich jetzt von dir nicht so. Aber hey, Make-up macht's möglich. Ich glaube, wir haben jetzt noch einen coolen letzten Kommentar von Yoshi. Schreibt, danke an euch. Ihr habt beide meine Zugfahrt nach Hause im Flug vergehen lassen. Klar, unbedingt nochmal live gehen. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Abend. Schreibt Sven, ihr seid echt toll, schön euch beiden zuzuhören. Und der Jochen schreibt, Eggy Wax, oh ja, bitte euch beide nochmal live. Ich glaube, wir beide sollten echt mal live gehen. So. Okay, morgen 20 Uhr. Ja, ich glaube, wir sollten echt mal live. Ich war mal wieder so mit Zeit. Ja, kann man echt gerne machen. Aber ich glaube, wir harmonieren gut, so wie ich mal sagen darf. Und du bist auch sehr angenehm. So. Ich habe eine Nachricht bekommen diese Woche von einem Follower von uns beiden. Okay. Ich bin mir jetzt, ich sage jetzt nicht, wer es ist. Okay. Ich habe ihn jetzt hier nicht gesehen. Und er hat gesagt, er ist sehr gespannt auf uns, weil er glaubt, dass wir die zwei unterschiedlichsten Personen sind, die es überhaupt gibt auf Instagram. Echt, oder? Das abläuft. Ja. Aber schau mal, ich glaube, vom Charakter her ist es so, aber wie wir es gemerkt haben, so live sind wir faktisch beinahe überall einer Meinung. So, weißt du, was ich meine? So. Also ich habe auch geschrieben, was das Thema Menschlichkeit anbelangt und so die Meinung grundsätzlich, was Führung anbelangt, glaube ich, dass wir uns sehr ähnlich sind. Ja, glaube ich auch. Also auch so von unserem Kennenlernen. Ja. War es so gewesen, definitiv. Ja. Und alles andere, du weißt, ist Charaktersache. Du, ganz ehrlich, ich habe 100 Mitarbeiter, 100 Charaktere.